Ihr habt mir auf Instagram in der Fragerunde die größten Anfängerfehler bei Pfeife rauchen reingeschrieben. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum. Ich probiere bei jedem Fehler immer so ein bisschen meinen Tipp mitzugeben, beziehungsweise was mir geholfen hat, diesen Fehler zu verbessern oder aus der Welt zu schaffen. In dem Sinne, wir starten rein mit dem ersten. Die erste Frage lautet, zu viel oder wenig Hitze? Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man einen Kopf gebaut hat, vielleicht auch zu lange stehen lässt, den ersten Zug nimmt und schmeckt schon komplett kacke. Was hilft da? Zum einen natürlich sein Setup kennen. Ich habe jetzt hier mal verschiedene HMDs, hier den Kalaut, hier den Onmo und hier einer, der bald rauskommen wird. Und ich muss ehrlich sagen, bei allen drei verhält sich die Hitze etwas anders. Auch Edelstahl-HMDs werden zum Beispiel eine Spur heißer als die Aluminium-HMDs, die ich jetzt hier in der Hand halte. Das heißt, was hilft da? Zum einen, ich empfehle immer zwei Kohlen reinzulegen, beziehungsweise mit zwei und eine auf Kipp anzurauchen. Sobald der Kopf an ist, dann tust du die dritte raus. Und so fahre ich eigentlich ganz gut. Sobald es dann weniger wird, tust du die dritte rein. Und so hast du immer dein optimales Hitzeverhältnis in deinem HMD. Der richtige Wasserstand macht vielen von euch noch Probleme. Was macht ihr da am besten? Ich sage immer so circa eine Daumenbreite oder einen Zeigefingerbreite über letztendlich dem Tauchrohr oder auch über dem Diffusor, je nach Pfeife. Und Bowl variiert auch das Ganze. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine. Da darfst du jetzt hier auch nicht übertreiben, weil sonst hast du nachher Wasser im Schlauch. Aber je nach Bowl unterscheidet sich das Ganze. Ich kann euch einen absoluten Lifehack empfehlen von einem Follower. Der hat quasi so eine Flasche gehabt und da immer seine Wasserstände für die jeweiligen Pfeifen reingeballert. So kann man sich natürlich auch helfen. Die nächste Frage ist natürlich für viele Shisha-Raucher sehr offensichtlich. Für die Anfänger aber nicht. Die müssen erstmal die Erfahrung machen, dass man die Kohle nicht im gleichen Raum anmacht, in dem man sich auch befindet. Das empfiehlt sich. Und die Frage, warum man das machen sollte, ist einfach, weil da Gase austreten und auch Geruchsstoffe, die halt sehr unangenehm sind. Und deswegen empfehle ich euch, lieber immer draußen anmachen und auch nicht zu nah an einem Fenster, sonst kann das Fenster auch gut und gerne mal springen. Jetzt sind ja schon einige Fehler aufgetreten. Falls dir spontan einer auffällt, der noch nicht genannt wurde, dann gerne in die Kommentare schreiben. Den nehme ich dann sehr gerne fürs nächste Video. Jetzt geht's aber weiter. Viele Leute sind der Meinung, mehr hilft mehr. Und vor allem beim Kopfbau sind sie auch der Meinung. Ich kann euch aber sagen, locker, fluffiger Kopf spart nicht nur Tabak, sondern schmeckt auch oftmals besser. Der einzige Grund, weswegen ich manchmal Tabak andrücke, ist erstens, es ist Dark Blend und ist mir zu stark. Oder zweitens, es ist so ein heftiges Minzaroma, dass ich es andrücke, damit die Minze nicht ganz so krass zur Geltung kommt. Zweiteres ist seit dem TBD2-Gesetz nicht mehr so präsent, aber sonst baue ich den Kopf eigentlich immer locker fluffig, damit man als Schwabe auch möglichst wenig Tabak verbraucht. Das Thema Dark Blend ist auch ein ganz eigenes Thema. Was ist Dark Blend? Erstmal eine andere Art von Grundtabak, der etwas mehr Nikotin enthält als der bisherige Virginia. Das heißt vor allem jemand, der schon ein eher erfahrener Raucher ist und das Ganze auch richtig fühlt. Aber was gilt es da zu beachten, wenn man sich in dieses Thema ranforschen, ranrauchen möchte, wie man es auch immer sagen möchte. Ich mache das gerade, ich muss ehrlich sagen, ich komme so langsam auf den Geschmack, aber ja, mit dem Needles hat es dann letztendlich begonnen. Und ich habe mich immer mehr so rangetastet, also mal 10%, mal 15%, mal 20%, mal 30%. Ich muss ehrlich sagen, kompletten Kopf Dark Blend hatte ich bis jetzt nur ein, zwei Mal. War mir aber auch noch eine Spur zu heavy, also immer ordentlich rantasten, untermischen. Und dann werdet ihr da auch Stück für Stück euren Spaß dran finden. Zur letzten Frage sind wir nochmal beim Thema. Oder? So, jetzt aber sind wir beim Thema Kohle. Wie mache ich die Kohle am besten an? Lasse ich sie durchglühen? Ja, natürlich lässt du sie durchglühen. Durchglühen heißt im Prinzip, wenn sich von jeder Seite so eine leichte Ascheschicht gebildet hat und es nirgendwo mehr schwarz sein sollte, dann ist die Kohle durchgeglüht. Ich persönlich verwende am liebsten die C26er von Cocobration, finde aber auch die 27er in Ordnung, nur 25er ist mir eine Spur zu klein. Aber durchglühen lassen ist eben aus dem Grund wichtig, weil dann auch, erstens mal, die Kohle ist an. Ich meine, die Kohle sollte an sein, wenn du sie auf den Kopf packst. Klar, dann geht's ab. Außerdem sind da natürlich dann auch dieser Untergeschmack von der Kohle, der beim Anzünden entsteht, weg. Und alle Voraussetzungen sind dafür gegeben, dass du dann endlich dein Köpfchen anmachst und dann auch ordentlich genießen kannst.
Wenn du noch mehr Anfänger-Tipps bzw. Fehler hast, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, euch hat's geholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.